Charaktere, die nördlich der Alpen zu finden sind, schuf Balthasar Neumann im Jahre 1745 im Auftrag von Kurfürst Clemens August. Die ganze Kirche ist ein Glanzstück des Barocks. Sie erhielt schon nach der Grundsteinlegung den Namen Maria von den Engeln, wie sie auch heute noch genannt wird. Das Marienhospital der Pfarrgemeinde St. Margareta in Brühl ist ein sehr modern eingerichtetes Krankenhaus mit über 300 Betten, einschließlich der Kinderabteilung. Es gliedert sich in eine mit neuesten Geräten eingerichtete chirurgische, diagnostische und gynäkologische Geburtshilfeabteilung, eine sehr moderne medizinische Bade- und Massageabteilung sowie eine Abteilung für Hals, Nasen und Ohren. Das 1968 fertiggestellte Schwestern- und Personalwohnheim beherbergt jetzt aus die schon längere Zeit bestehende Krankenpflegeschule dieses Hauses. Nach schweren Kriegsbeschädigungen ist Brühl durch umfassenden und sorgfältigen Wiederaufbau in seinem originalen, strahlenden Glanz neu erstanden. Besonders in den letzten Jahren hat sich die Stadt, wie der Volksmund sagt, stark gemausert. Hauptstraßen und der Marktplatz in der City wurden 1968 ausgebaut und neu gestaltet. Das wirtschaftliche, kulturelle und soziologische Zentrum bildet die Innenstadt mit aufgelockerten Neubaublocks und alter städtischer Bebauung. Die Bevölkerungsdichte im Brühler Raum führt zu einer bedeutenden Entfaltung des Handelsplatzes. Große Einkaufszentren und moderne Geschäfte wuchsen aus dem Erdboden. Immer lebendiger werdende Rührigkeit und Initiative ist auch dem Brühler Handwerk nachzusagen. Siedelten sich Großbetriebe der Eisenverarbeitung, Chemie, Glas, Zucker, Teppich, Automobilwerke und Brauereien an. Für den weiten Rhein-Erft-Raum ist Brühl Handels- und Einkaufsmetropole mit einem dichten Netz von Groß- und Einzelhandlungen, von Banken und Wirtschaftsorganisationen. Dieser Zentralstellung entsprechend findet sich hier der Sitz von Behörden mit überörtlicher Funktion wie Amtsgericht, Arbeitsamt für drei Landkreise, Forstamt, Personenstandsarchiv Nordrhein-Westfalen, Staatshochbeamt und so weiter. Seinen Rang als traditionelle Kulturstadt wahrt Brühl durch sein voll ausgebautes Schulwesen, einschließlich der Ingenieurschule für Landbau, mit Studierenden aus dem ganzen Bundesgebiet. Durch die international bekannten Schlosskonzerte, durch sein Theater und seine vielseitigen Ausstellungen. Hierzu ist auch zu nennen
die erste Großausstellung Schaffendes Rheinland im Juli 1969. Pausenlos werden neue Großprojekte geplant und errichtet. Der Grundstein zum Bau des Hallenbades, hier das Modell, ist schon gelegt. Die neue erzbischöfliche Realschule soll noch in diesem Jahr bezogen werden. Die Arbeiten schreiten zügig voran. Durch die Tätigkeit der 1949 gegründeten gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgesellschaft sowie der Baugenossenschaft entstanden in vielen Stadtgebieten ausgedehnte neue und schöne Wohnsiedlungen. Hochbauten mit Komfortwohnungen und Ladenzentren schießen wie Pilze aus der Erde. Heute Brühl wieder eine gesunde Stadt ist, Handel und Wandel blühen, neue Industrien aufgeblüht sind, dann ist dies zu einem großen Teil den eigenen Bemühungen der Stadt und ihrer Einwohnerschaft zuzuschreiben. Einem bunten Schauspiel und aus dem Städtebild nicht wegzudenken, ist der Wochenmarkt auf der Bleiche. Hier haben die Städter Gelegenheit, ihren Hunger mit den Früchten des fruchtbaren Vorgebirges, vor dessen Tor Brühl liegt, zu stillen. Und sie tun es gerne. Sei es mit frischen Eiern oder mit Südfrüchten .
Ofenbrot kann's auch sein. Mit frischen Seemuscheln. Oder mit den Blumen aus dem Garten von... Halt, Schleichwerbung! Quatsch, das ist doch der Schmitze Peter. Ja, die sögt der dickste Druss. Mensch, was eine Kürbis. Dadurch Schleichwerbung. Nee, das ist der Pie für Joris. Land. Das neue Ausflugsziel für Groß und Klein, Alt und Jung. In der Schlossstadt Brühl, inmitten des Erholungsparks Ville, liegt Deutschlands größtes Freizeit- und Abenteuerparadies. In einem mehr als 70.000 Quadratmeter großen Park wird die Fantasie Wirklichkeit. Mit Veteranenautos reisen sie um die Welt. Besuchen alle Herren Länder. Pacific Western Express fährt mit Groß und Klein in die Wildweststadt Silverstone. Gelegen am Märchensee. Schiffen fahren sie zu der Seeräuberstadt Cartagena. Geht mitten durch ein romantisches Seeschloss.
Wenn Sie diese Stadt verlassen, sehen Sie das große Seeräuberschiff. Bewegliche und sprechende Märchenszenen gibt es ohne Zahl. Zweieinhalb Kilometer Wanderwege führen durch den schönen großen Park. Hawaii-Restaurant, eine Oase der Gemütlichkeit, mit 600 Sitzplätzen, gepflegten Getränken und leckeren Speisen, lädt Sie herzlich ein. Ein großer Kinderspielplatz sorgt für Abwechslung für die Kleinen. Im Westernland erwartet sie Old Shatterhand und Winnetou sowie eine Ponyrennsch zum Reiten für die Kinder. Delfine geben dann und wann eine Sondervorstellung. Dieser herrliche Märchenpark ist geöffnet von April bis Oktober täglich ab 10 Uhr. In heißen Sommertagen wandern Jung und Alt zu den Brühler Badeanstalten. Wenn man in der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt und es lacht der Sonnenschein, dann möchte man draußen sein. Ist die Schule. Hier im Brühler Karlsbad ist heute wieder Sardinensaison. Hinterher pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann löscht du wie raus. Und dann sind wir bald am Wannsee. Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein. Und nur deine kleine Schwester, nee, die traut sich nicht hinein. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, denn um 8 müssen wir zu Hause sein. Wollen wir heute ins Kino gehen und uns mal zu Mix ansehen? Fragte mich der kleine Fritz, ich sprach zum 8. Witz. Schau dir mal den Himmel an, blau, soweit man sehen kann. Ich fahr raus zum Wannsee und pfeif auf den Mix. Musik.
Im ehemaligen Braunkohlengebiet entstand der Heiderbergsee. Gelegen in herrlicher Landschaft, zahlreiche Badehungrige aus nah und fern finden in den Sommermonaten hier Erholung und Entspannung, sei es am Badestrand oder wie hier beim Segeln. Ja, so ein Steuermann hat es schwer. Selbst wenn die Nacht sich auf diese rheinische Kleinstadt herniedersenkt, geht das pulsierende Leben unaufhörlich weiter. Auch dann ist sie noch bemüht, ihre Gäste und Besucher, die von den Sehenswürdigkeiten ihrer Schlösser, Parks und Kirchen, ihren vorzüglichen Sport- und Erholungsstätten, der anheimelnden Atmosphäre im historischen Stadtkern mit seinen einladenden Fremdenverkehrsbetrieben und ihrer herzhaft gemütlichen Geselligkeit angezogen werden, kurfürstlich zu bewirten. Mögen auch die Besucher dieser Stadt erleben, dass Brühl eine Reise wert ist, gleich den vielen Begeisterten vor ihnen, die gerne immer wiederkehren und neue Freunde in die Schlossstadt mitbringen.